verfügbar ist. Wie praktisch wäre es dann, wenn man auf Knopfdruck ein Rad rufen könnte? Science Fiction? Nicht ganz. In Magdeburg wird genau dazu geforscht. Hier kann man diesem seltsamen Geisterrad begegnen. Das bahnt sich selbstständig seinen Weg durch die Stadt. Bisher nur im Testbetrieb. Ein gemeinsames Projekt von Maschinenbauern, Informatikern, Logistikern und Umweltpsychologen der Otto-von-Guericke-Universität. Das autonome Gefährt soll mehrere innovative Ideen verbinden. Lastenfahrrad, Sharing-Konzept und Elektroantrieb. Die Idee ist, dass ich an jedem beliebigen Punkt, vielleicht hier im Stadtpark, mir so ein Fahrzeug rufen kann, wenn ich es brauche. Das heißt also, ich habe jetzt irgendwie was zum Grillen dabei, möchte das jetzt gerne nach Hause bringen. Das heißt, ich rufe mir das Fahrzeug, das kommt an, ich lade da mein ganzes Zeug ein, setze mich drauf auf das Fahrrad, fahre damit nach Hause. Und dann muss ich das Fahrrad aber nicht wieder abgeben, sondern ich entlasse es einfach. Und es fährt dann automatisch wieder in den Depot zurück oder steht dann jemand anderem zur Verfügung. Noch sieht das alles sehr ungelenk aus. Das autonome Fahrrad muss noch viel lernen, bis es komplett alleine in die Wildnis des Straßenverkehrs entlassen werden kann. Die Forscher leisten hier wahre Pionierarbeit. Wir bringen also zum ersten Mal so ein autonomes Fahrrad in den Straßenverkehr oder besser gesagt in den Radwegsverkehr. Das hat vorher noch niemand gemacht. Das heißt, wir schauen uns erstmal an oder müssen uns erstmal anschauen, wie sieht denn so ein Fahrrad eigentlich seine Umwelt? Ja, und das sind eigentlich ganz spannend. Man sieht zum Beispiel in den ersten Tests, dass da jemand eine Hundeleine über den Radweg gespannt hat, die dann plötzlich den Weg blockiert. Und das passiert zumindest im autonomen Pkw-Verkehr relativ selten. Trotz solcher Herausforderungen, der Professor ist überzeugt, dass schon in 2 Jahren die ersten autonomen Fahrräder auf unseren Straßen kurven und wieder einige Autokilometer überflüssig machen könnten.